Also hier was zum Anpacken jetzt gleich. Na, so richtig so wie so Kanüle ja, pumpen. Ja, so, klar. So. Genug mit dem Jux. Genug mit dem Jux. Die Leute lieben unsere Pre-Intro. Ich weiß. Hat noch nur noch Comedy-Videos. Also nur Comedy-Videos. Also Pranks, ne? Ja. Geh direkt aus dem Stuhl raus, Klingelstreiche. Ja. Bei deinen Nachbarn hier. Ja, der Arbeitslose da hinten. Der ist immer am Rumdödeln da. Der fängt ja schon morgens an. Erstmal hört er irgendwie so Future-Trends-Mucke. Ja. Das ist auch so geil, so Future-Trends. Das ist auch so eine gewisse Art von Mensch so. Und dann irgendwann so gegen Nachmittags, wenn dann seine Alte da irgendwie aus der Drogerie nach Hause kommt, wird er erstmal ordentlich rumgedödelt. Sehr schlimm, ey. Ja gut, aber die Leute sollen sich lieber lieben, als dass sie sich hassen. Ne? Deswegen ist das ja auch was Schönes. Ne? Richtig. So, jetzt Empogy. Du fängst an. Ich fange an. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Testkanal für Gaming Booster im deutschen Internet. Wow. Oh. Und heute endlich ist es soweit. Haben wir noch nicht getestet auf unserem Kanal. Ganz neue Sorte. Empogy. Also letztes Mal erst eine neue Sorte und jetzt wieder ein komplett neues Segment. Nur so viel offen, ne? Also uns gehen auf jeden Fall nicht die Themen aus. Themen gehen uns nicht aus. Letztens habe ich uns nochmal an unser Instagram-Kanal was geschickt. Da habe ich wieder was Neues gesehen und wieder was Neues. Also von dem her, wir haben zu tun, zu tun, zu tun. Und das ist ja auch das Schöne, weil wir machen das auch wirklich gerne. Ja, Empogy. Empogy. Von Flying Uwe. Und Mickey. Mickey. Also Mickey ist ja jetzt mit dabei. Ist, glaube ich, später eingestiegen. Ja. Noch schon einige namhafte Creator dadurch, ne? Also ich war Mickey und Flying Uwe sind ja schon groß. Ja, ja. Auf Twitch auch, ne? Und gesagt, Mickey war ja jetzt erst beim Boxkampf da. Ja, hat er gewonnen? Nee, verloren gegen Trimax. Aber er blieb stehen, ne? Ja, ja. Er ist nicht umgefallen. Ich hätte ihn kaputt gehauen. Absolut, absolut. Guck dir das an, ich hab hier Bizeps. Ja, ja und heute schönen Iced Tea Peach in der riesigen Box, ne? Also das ist mir, wir haben jetzt mehrere Sachen bestellt, also 5 Sorten insgesamt. Was mir direkt aufgefallen ist, das sind riesige Boxen. Die sind riesig, hat aber auch nur also 380 Gramm und du brauchst halt auch gut weil 2 Löffel irgendwie. Also es ist auf jeden Fall viel drin, obwohl da war, glaube ich, so ein großes Pack Silikagel. Also sprich, da ist natürlich auch nochmal Volumen mehr. Und natürlich kommt das aus der Fitnessszene, weil die haben ja immer so eine Riesenbrecher, damit die auch wissen, wo sie anfassen müssen, damit sie lesen, nicht lesen können. Absolut, absolut. Enthält Koffein. 150 Milligramm, beziehungsweise 300 Milligramm, also schätze ich 150 auf 1 Scoop. Ja, ist nicht so viel. Ist ja im Bereich. Ja, ja, also ist auch weniger als Level-Up. Gamers only, ja. Wie gesagt, das ist für uns eine Premiere, haben wir alle schon selbst, aber ich hab vergessen, Shaker mitzubestellen. So weißes Pulver, ne? Ja, ich habe mal gesehen, da gibt es schon schönen Steel-Shaker von Empogy, ne? Also, wenn ihr uns den zuschicken wollt, ne? Liebes Uwe. Uwe, Vicky, wir kennen uns doch quasi. Weil man hat euch ja schon mal gesehen, ne? Im Fernseher drin, ja. Also, wenn ihr Lust habt, uns einen Shaker zu schicken, gerne. Das Postfach ist offen. Übrigens, ja, wir haben keinen Rabattcode, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Nee. Ne? Ja. Aber ist auch nicht schlimm. Aber wenn ihr Bock darauf habt, schreibt uns gerne an. Ist ja auch das erste Video, ja, ne? Von gucken mal, vielleicht schmeckt es auch einfach scheiße. Ja. So, wissen wir ja nicht. Iced Tea Peach riecht nach Eistee. Also nach Pfirsich auf jeden Fall. Und das kann man auch gut vergleichen. Das gibt es ja gefühlt von jeder Booster-Sorte, Booster-Marke, Eistee. Und ich habe es schon mal getrunken. Also von dem her, ich weiß schon, wie es schmeckt. Für dich ist noch blind. Ich habe da auch schon eine Meinung zu. Ja. Die werde ich aber erst später kunden. Mhm. Ich mach schon mal. Ja, mach schon mal Eis rein. Wie gesagt, leider kein Original Empogy Shaker. Ja, Mensch. Ah, du hattest eine Sauerei. Wie viel ist Malheur passiert? Ja. Wie viele kommen da rein? Zwei, mach ruhig 2 rein, ja, ja. 2 ist gut. Kannst du mir die Links dann shake ich schon mal? Wenn wir die. Du willst shaken? Wenn du mir den Deckel noch gibst. Aber das sind 700 Milli, das ist diesmal schwerer. Ich weiß. Heute traue ich es mir zu. Ich mache dann in der Weile mal sauber. Das ist ja der Mango-Kusch-Deckel, ne? Ja, der gute. Meine Fresse, ey. Ah, so. Ja, komm, dann muss reichen. Empogy. Untersetzer. Eistee Pfirsich. Ist, ich versuche das andere Logo erstmal wegzuhalten, weil wir wollen ja fair bleiben. Oh, das ist aber farblich sahnig. Ganz anders aus, als ich dachte.
Sonst ist es ja im Schäfer drin. Ich habe mich aber auch erstmal ein bisschen gewundert über die Farbe. Komm mit, ihr habt Durst. Ja. Schäumt, ne? Schäumt. Prost. Schmeckt besser, als es aussieht. Also ich kann, also wir hatten ja auf diesem Kanal noch nicht die anderen 40 Sorten groß behandelt. Ich hatte die aber natürlich schon mal privat natürlich getrunken, weil ich ja ein Riesenfreund bin von Eistee an sich. Deswegen haben wir immer Zitrone und auch mal eine 40 bestellt. Von den 40 Eistee-Sorten ist diese die beste. Ob ich mir so aber den perfekten 40 Eistee vorstelle, ist eine andere Sache. Er kommt aber sehr nah an dieses Krümelige ran. Ja, stimmt. Das, und das gefällt mir. Das hat mir bei Level Up meilenweit besser als auch von Just Legends. Meilenweit. Ja. Wirklich meilenweit. Was noch ein Vorteil ist bei dieser Eistee-Pfirsich-Sorte. Wenn ihr zum Beispiel die Eistee-Pfirsich von Gamers Only nehmt, habt ihr das Problem, dass ihr euren Shaker verschwärmen könnt. Ich glaube auch bei dem von Level Up. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht so 100%. Auf jeden Fall, wenn ihr das in einem hellen Shaker macht, seht ihr das auf jeden Fall die nächsten Jahre schon. Deshalb so ein schwarzer Shaker immer am besten. Ne? Genau. Deswegen hat bei mir auch alles zu Hause dunkel. Alle dunkel, da siehst du nicht. Gefärbt. Von den Eistee-Pfirsich-Sorten ist das meiner Meinung nach die beste, die ich bisher probiert habe. Ja, kann man jetzt gut trinken. Ja, das nehme ich schon einmal als Probe und da war ich sehr überzeugt worden. Ich hatte ein, zwei andere Sachen schon mal probiert, als dieses Pröbchen. Ich weiß aber nicht mehr, welche das genau waren. Da war ich nicht so überzeugt von. Ja, ja. Aber als ich das nochmal probiert hatte, hatte ich gedacht, okay, und jetzt bestellen wir das mal endlich und dann können wir das mal machen. Deswegen fangen wir auch damit an, weil das ist eigentlich ein guter Start. Ne? Also von dem her. Wir wollen ja auch gute Sorten testen. Ne? Also vielleicht sind die Rage-Videos am besten. Ne? Die sind wahrscheinlich gut geklickt und so, da freuen sich die Leute. Es kommt ja noch genug Scheiße raus. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Also beschissene Sorten gibt es tausendfach mehr als die guten. Da werden wir auf jeden Fall noch gut abdödeln können. Wie gesagt, die gefällt mir ganz gut. Was mich ein bisschen irritiert hat, dieses Schaumzeug, es schäumt extrem. Weiß ich auch, dann diese Farbe fand ich eigenartig, das habe ich nicht verstanden. Ja, deswegen sieht nicht ganz so appetitlich aus, ne? Also, wenn man sie jetzt im... So Milch. Also mir gefällt die sehr gut. Doch, kann man ganz gut trinken. Ich finde, es kommt halt sehr nah an diesen Krümeleis heran. Ein bisschen anders, ein bisschen mehr so ein Pfirsich-Kunstgeschmack so noch, aber an sich schon eigentlich ganz lecker. Persönlich würde ich jetzt da so im Silberbereich die Sorte einordnen. Würde ich auch. Also so ein Oberbänger ist es jetzt noch nicht. Gold würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist eine gute Silber und das heißt ja schon bei uns was sehr, sehr Gutes. Eben. Ich kann auch sagen, die ist ja schon ein bisschen leerer, also da habe ich auch schon gut was von. Genascht, ne? Genascht, so heimlich. Oh, Löffelchen schnell in so einen Flachmann. Wenn's rein. Wenn schnell gehen muss, einfach pur. Ja, einfach so rein und fertig, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, Silber, ne? Ja, Silber. Ja, schaut mal in die Kommentare rein, habt ihr bestimmt schon mal Imporgy probiert. Wir sollen ganz viele sagen, wir sollen Imporgy probieren. Ja. Wir haben jetzt ein paar Sorten bestellt, das waren nicht alle verfügbar zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch gelesen, die haben die Preise erhöht. Irgendwas stand bei uns auf dem Discord. Übrigens, wenn ihr der besten deutschen Gaming-Booster-Community beitreten wollt, kommt einfach auf unseren Discord. Link ist unten in der Beschreibung. Dort findet ihr viele tolle Sachen. Da wird ein reger Austausch findet dort statt. Absolut. Über alle. Könnt ihr alle Fragen loswerden. Es kann euch alles beantwortet werden. Und da haben wir die übelsten Cracks drauf. Ja, weil wir haben wirklich Leute, die alles irgendwie probieren und Leute, die fanden zum Beispiel erst eine Sorte, die haben. Letztens hat einer reingeschrieben, dass er Shiny Fox nicht mochte und dass er uns da nicht zustimmen kann. Ein paar Tage später hat er gesagt, ich hab's nochmal probiert und ja, doch, 100%. Hat sich sogar entschuldigt. Ich habe gesagt, brauchst du gar nicht entschuldigen. Jeder hat seinen Geschmack. Ist doch in Ordnung. Aber auf jeden Fall haben wir dort auch unsere Communities. Die testen auch mal eine Sorte für sich selbst. Schreiben das mal rein. Gerade G-Fuel sind wir eine riesen Community in Deutschland und da ist auf jeden Fall immer viel los. Also gerne in die Beschreibung schauen und hinzukommen. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen. Genau, schallert mal ein Abo raus. Die Glocke läuten. Ja. Und war es dann, glaube ich, schon wieder für dieses Video. Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Wird super. Würde ich sagen, in diesem Sinne, wieder schauen und reinhauen.